Die Eltern kommen zum einen selten sofort, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass ein solches Schütteln wirklich für diese Kinder gefährlich ist. Ja, wir haben ja verglichen, was passiert, wenn ich aus einer großen Höhe stürze. Jedem ist klar, wenn ich aus 10 Metern Höhe stürze, dass ich eigentlich ein hohes Risiko habe, mein Gehirn zu verletzen. Kinder, die aber geschüttelt werden, haben ein ähnlich hohes, sogar ein höheres Risiko als diese Kinder, die nach unten ja aus dieser Höhe fallen. Weil ich rasch schüttle, wird das Gehirn ganz schnell nach vorne und hinten bewegt. Und das immer wieder. Und bei diesen starken Kraftverhältnissen kommt es dann zu Rissen der Brückenvenen, die Gehirn und Knochen verbinden. Und dann kommt es zu Blutungen in diesen Bereichen. Ja, das Wichtigste ist, dass eigentlich Eltern, die geschüttelt haben, gar nicht auf Warnsignale achten sollten, sondern eigentlich prophylaktisch sofort zum Arzt gehen sollten. Und es ist auch so, wenn Eltern etwas falsch gemacht haben, was ja jedem Menschen auch passieren kann und man das auch darstellt und sofort vor Problemen das darstellt, ist das auch ja, für die weiteren Untersuchungen nur hilfreich für die Eltern und natürlich auch für das Kind. Das andere, was passieren sollte, ist, dass wenn man merkt, dass ein Kind doch Folgen entwickelt eines Schütteltraumas, dann ist es etwas wie Müdigkeit, also Schläfrigkeit. Kinder schlafen auf einmal viel, viel mehr als vorher. Kinder reagieren nicht mehr adäquat, also nicht mehr so, wie sie vorher auf die Mutter oder auf den Vater reagiert haben. Kinder wollen nicht mehr trinken. Kinder können Atemprobleme bekommen, können auf einmal Atemaussetzer bekommen. Selten kommt es auch dazu, dass andere neurologische Fehlfunktionen auftreten, zum Beispiel Anfälle sich entwickeln. Wenn Kinder zum Beispiel schreien, wenn Kinder sich nicht beruhigen und man es nicht mehr aushält, dann muss einem bewusst sein, dass es immer besser ist, einfach mal kurz Abstand zu nehmen, als dass man das Kind mit Aggressionen, mit einem aktiven Verhalten versucht zu beruhigen. Weil das gelingt nie. Sie schaffen es nicht, ein Kind mit einem aktiven, aggressiven Verhalten zu beruhigen. Und was ganz wichtig ist, wenn solche stressigen Situationen häufiger auftreten, sich Hilfe holen. Ja, Schreikinder, dafür gibt es auch besondere Ambulanzen. Man kann herauskriegen, was läuft dort falsch und kann sich dann mittels Techniken auch wirklich deutlich besser verhalten.